Unser heutiger Hauptdarsteller bei unserem Rotweinkuchen ist das Tigernussmehl. Es ist eine sogenannte Erdmandel und das Mehl ist von Seitz und es ist unheimlich fein gemahlen. Und Seitz hat eine ganz tolle Kollektion, was glutenfreie Mehle angeht, denn unser Rotweinkuchen wird, wie gesagt, glutenfrei. Und wie wir das Tigernussmehl richtig einsetzen, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt geht's mal zu den Zutaten. Unsere Zutaten für unser tollen Rotweinkuchen ist natürlich Butter, die ist richtig weich, Zucker und hier haben wir unsere Aromaten. Da haben wir Lebkuchengewürz, Vanille und eine Prise Salz, Eigelb und unser Mehl, das Tigernussmehl von Seitz und ein ganzes Päckchen Backpulver. Dazu geben wir jetzt gleich unseren Kakao. Die gehackten Mandeln, das sind unsere Trockenzutaten. Die mischen wir dann durch. Aber bevor wir das durchmischen, starten wir, dass wir die Butter mit dem Zucker schaumig rühren. In der Zwischenzeit werden wir Eiweiß steif schlagen und später kommt natürlich der Rotwein mit dazu und unsere Schokolade. Bei der Schokolade werde ich circa ein Drittel auch noch flüssig, also schmelzen. Der Rest wird grob gehackt hineingegeben. Wir geben unsere Butter hinein, die ist wie gesagt schön weich und geben schon ungefähr die Hälfte vom Zucker hinzu und schlagen das Ganze schön schaumig. In der Zwischenzeit nehme ich aber unser Eiweiß und das Eiweiß werde ich jetzt richtig schön steif schlagen mit einer Prise Salz. Wenn ihr nun auch die Schokolade, wie ich, mit hinzugefügt habt, könnt ihr jetzt auch die trockenen Zutaten noch mit dazugeben. Ich habe jetzt erstmal noch den Rand sauber gemacht, da das und löse es nochmal vom Boden, falls ich hier noch was abgesetzt haben sollte, dass es auch schön mitvermischt wird. Und jetzt folgen unsere Mandeln und Erdmandelmehl von Salz und Stärke und Backpulver. Ich gebe das schon mal so ein Drittel mit hinzu, rühre das kurz durch und gebe dann noch langsam, aber sicher den kompletten Rotwein mit dazu. Und zum Schluss gebt ihr die Schokolade mit dazu. So sollte euer Teig aussehen, wenn er fertig ist, beziehungsweise wenn er fertig in der Form ist. Und die verschwindet nun für circa eine Stunde, also 50 Minuten, 60 Minuten im Backofen. Stäbchenprobe nicht vergessen beim Rührteig, wie immer. Und dann holen wir ihn raus und lassen ihn abkühlen. Euer Kuchen ist nun aus der Form, ist abgekühlt, er sollte richtig schön kalt sein. Und nun gehen wir her, werden Puderzucker mit Rotwein richtig schön cremig rühren, das heißt, er macht richtig dickflüssig. Nicht zu viel Rotwein, achtet drauf, rührt es vorsichtig um. Ihr könnt eher nachrühren, als dass ihr, also ihr könnt eher Wein nachschütten, als dass ihr zu viel reintut, denn dann wird es zu dünnflüssig. Und ihr seht, es wird eine ganz, ganz tolle rote Farbe. Und wir machen ja auch noch Rotweinkuchen. Wenn euch die Farbe natürlich zu hell ist, könnt ihr gerne noch mit Lebensmittelfarbe nachhelfen. Aber das mache ich in dem Fall jetzt nicht. Wie ihr seht, es ist eine richtig schöne, kräftig rote Masse geworden, also Rosé, wie der Rotwein halt nun mal von Natur aus ist, wenn er verdünnt ist. Und diese zähfließende Masse geben wir jetzt auf unseren Kuchen. Richtig schön geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen für euren glutenfreien Rotweinkuchen. Ich habe es glatt überlegen müssen, was ich hier habe, weil er so lecker aussieht. Wer den Guss dünnflüssiger haben möchte, kann ihn gerne dünnflüssiger machen. Ihr könnt ihn auch gerne mit Puderzucker bestreuen. Also das bleibt dann euch überlassen.